Hallo, heute sind wir im Aquazoo-Lübbecke-Museum. Für eine reißfeste Seide benötigen die Spinnen Proteine. Daher füttern wir die Spinnen regelmäßig mit Heuschrecken, was man hier sieht. Dadurch, dass die Spinnen keine Zähne haben, muss die Beute anverdaut werden. Dafür benötigen die Spinnen das Gift, was sie in ihren Spinnendrüsen haben. Und wie man hier sieht, hat die Spinne die Heuschrecke bereits totgebissen und das Gift initiiert und saugt die jetzt langsam aus. Und oft wickeln die Spinnen die Beute vorher auch ein. Das Gift ist für die Menschen ungefährlich, also wie gesagt, die Spinnen benötigen das Gift, um die Beute zu töten und die Beute anzuverdauen. Selbst bei den meisten Vogelspinnen wäre das Gift ungefähr so wie ein Wespenstich von der Wirkung her. Ich bin von Kindesbeinen an fasziniert von Spinnen gewesen und von deren Netzen, habe mich mit Spinnen beschäftigt. Und im Rahmen meines Geographiestudiums habe ich dann im zoologischen Labor mit Spinnen gearbeitet und bin da auf die Anwendung von Spinnenseide in der Medizin gestoßen und beschäftige mich jetzt im Rahmen der Promotion mit der Anwendung von Spinnenseide in der Medizin. Um das Forschungsprojekt erfolgreich zu Ende führen zu können, benötigen wir noch weitere Forschungsgelder. Sollte die Forschung dann, wovon wir ausgehen, erfolgreich abgeschlossen sein, wäre der nächste Schritt, das so entstandene Knochenersatzmaterial am Großtiermodell Schaf zum Beispiel zu testen, um es dann später für klinische Studien einsetzen zu können. Die Seidenspinnen werden seit 20 Jahren im Aquazoo gezüchtet. Hier sieht man auch, dass die Spinnen zusätzlich zu den Heuschrecken auch mit Fliegen gefüttert werden. Daher auch die Bananen. Also wie man sieht, ist das Männchen deutlich kleiner als das Weibchen. Das Männchen hat lediglich die Funktion für die Begattung. Am Anfang wies die Spinnenseide nur eine sehr geringe Reißfestigkeit auf, was halt damit zu tun hatte, dass die Spinnen vorwiegend mit Fliegen gefüttert wurden, die nur einen sehr geringen Proteingehalt haben. Und nachdem wir die Spinnen dann regelmäßig mit Heuschrecken gefüttert haben, hat sich der Faden deutlich verbessert.
Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.